Gut, wo ist er jetzt hingelaufen? Ich aktiviere erstmal hier den Elastoteppich. Komm, Harry, wir sollten Neville zur Hilfe. Nee, jetzt nicht. Huch. Hey, Harry, Elastoteppich. Wir springen jetzt hier erstmal so ein bisschen schön rum. Zack. Das haben sie bestimmt eingerichtet für die Pausen, so als Freizeitbeschäftigung. Das, was wir früher auf den Schulhöfen als Trampolin bezeichnet haben oder so, wenn es was überhaupt gab, sind hier Elastoteppiche. Ah! Mein Gott, diese Geräusche immer. Ah, ich verstehe. Das hat also einen Sinn mit den Teppichen. Die sind da nicht einfach nur so hingebaut. Gut, gut. Ja, wir holen uns die Bohnen gleich. Wie nett, dass Neville auf uns wartet. Wir müssen wohl langsam zum Unterricht. Nerv mich nicht, Ron. Sonst nehme ich dich nicht mehr mit. Gehörst du nicht mehr zum Club. So, dann holen wir uns mal die Böhnchen dort. Und die auch. Und die auch. Und die letzten noch. War's das? Das war's. So, wir schauen noch einmal kurz hier rüber auf die Seite. Ob wir hier nochmal ein paar Böhnchen abgreifen können. Die Türen scheinen alle verschlossen zu sein. Aber dort gibt es noch was zu holen. Und zack. Cool. Das lohnt sich ja richtig. Ja, das hat sich gelohnt. Naja, dann wollen wir Neville mal nicht länger warten lassen und folgen ihm zum Unterricht. Da steht er schon. Ich nehme die hier einfach nochmal mit. Ich frage mich ja, warum die anderen Schüler kein Interesse an den Bohnen haben. Ich meine, die schwafeln auch immer davon. Ich gehe gerade in den Laden von Fett und George und kaufe mir die allerneuesten Bildkarten. Na wie denn? Wenn ihr hier keine Bohnen einsammelt. Speicherbuch. Und weiter geht's. Da drüben schon wieder ein Speicherbuch. Okay. Was gibt's hier? Hier ist doch Hagrid's Hütte. Hey, Harry, hier drüben. Nee, von dir kaufe ich nichts. Aber ich sehe da hinten einen Kessel. Den will ich. Ist das ein Kessel? Ach, keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal mit. Eine Bildkarte. Hagrid, ich zerstöre deine Kürbisse. Komm raus und hol mich. Vor allen Dingen, die wachsen immer wieder so schnell nach. Das ist... Wäre das in der Realität auch so... Man mag sich gar nicht vorstellen, was das zu bedeuten hätte. Ich donner hier jetzt einfach mal so lange drauf, bis sie nicht mehr nachwachsen. Hagrid ist dick genug, der braucht nichts mehr essen. Kann ich die auch noch? Ja, die kann ich auch noch. Zu dritt, okay. Danke für die netten Gaben.
Ich nehme sie mir, ohne zu fragen. Neville! Zur Pflege magischer Geschöpfe geht es durch das Tor dort. Das muss eine Wichtelplage sein. Wenn ihr drei mit den Wichteln fertig seid, geht es hier zu Pflege magischer Geschöpfe. Deine Entscheidung, Harry. Wir können noch ein bisschen erkunden oder Neville zum Unterricht folgen. Da wir hier scheinbar sowieso immer alles machen müssen, kümmern wir uns doch erstmal um die Wichtel. Neville folgen. Ich möchte wirklich nicht zu spät kommen. Hä? Du widersprichst dir selbst, Hermine. Bist vielleicht doch nicht ganz so intelligent, wie man immer sagt. Lass mich in Ruhe. Wir haben es hier mit einer Wichtelplage zu tun. Können wir irgendwie helfen? Zaubert auf den Brunnen, um den Schwarm aufzuwecken. Ihr müsst zusammenarbeiten, um sie zu vertreiben. Erwischt ihr nicht alle Wichtel auf einmal, könnt ihr es immer wieder versuchen. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr den Schwarm besiegt. Schafft ihr es, alle Wichtel zurück in den Brunnen zu scheuchen, bekommt ihr alle 5 Karten des Satzes. Aber das ist nicht einfach. Ich wette doch. So. Ich frage mich ja, was passiert, wenn einer von den beiden zu Boden geht. Bin ich dann auch automatisch tot oder geht's noch weiter? Vor allem die anderen Schüler haben sich hier alle verpieselt. Und wir dürfen wieder die Drecksarbeit machen. Jo. Vertrauensschülerin meinte, wir würden alle 5 Karten des Satzes gewinnen, wenn wir alle Wichtel vertreiben. Das machen wir doch einfach mal. Runde 2. Oh, Hermine, du hast gepennt. Jo, guten Tag. Töten die eigentlich auch welche oder mach ich das letztendlich nur alleine? Den haben wir es gezeigt. Und die nächste Bildkarte. Auch eingesackt. Noch eine Runde? Ja klar, 5 Runden, glaube ich. Naja, 5 Bildkarten waren das so. Und auf ein neues. Es wäre irgendwie wesentlich spannender, wenn die auch noch einen anderen Zauber drauf hätten. Hallo. Wo ist da? Noch mehr? Oh Gott. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Well done. Und noch eine Runde. Also das ist jetzt ein bisschen eintönig, aber ich hätte gerne den Satz vollständig, wenn wir schon mal hier sind. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal.
Avada Kedavra. Jo, einfach mal gegen den Brunnen, Hermine, genau. Oh, nervig. Fertig. Brillant, Hermine. Brillant ist was anderes. Also ich mache hier gefühlt irgendwie alles alleine. So. Und die letzte Runde. Hoffe ich doch, dass das die letzte Runde ist. So langsam habe ich nämlich keinen Bock mehr. Da ist das schmeckt gut. Also Schmerzensschreie klingen irgendwie anders, oder? Boah, Gott. Kann ich hier nicht irgendwie so eine mega fette Explosion reinschießen, dass alle auf einmal tot sind? Ist gleich der ganze Bronzenschrott. Genau, fliegt weg und kommt nie wieder. Das war einfach klasse. Wie oft hier gespeichert wird. Naja, gut. Da haben wir den Satz vollständig. Und können dann wohl mal endlich zum Unterricht gehen. Vorher kurze Pause.